Pacing ist wichtig, weil es die individuelle Grenze der Belastbarkeit des Patienten respektiert. Pacing ist ein auf den Patienten abgestimmtes Konzept der Rehabilitation von beispielsweise Patienten mit einer Post-Covid-Symptomatik. Wir berücksichtigen bei unserem Pacing-Konzept die individuelle Leistungsfähigkeit des Patienten. Wir sehen hier mehrere Dimensionen der Belastung, beispielsweise körperlicher oder eben auch emotionaler Natur. Und wir versuchen eben unterhalb der Leistungsgrenze des Patienten zu bleiben, damit es eben nicht zu einer Überforderungssituation kommt. Überschreiten wir die Grenzen der individuellen Belastungsfähigkeit, hat das für den Trainingserfolg und auch für das Fortkommen des Patienten negative Auswirkungen. Es kann hier zu einem Rückschritt im Trainingsprozess und Gesundungsprozess kommen, aber im Extremfall sogar zu einem Crash, das heißt einem kompletten Zusammenbruch, der uns erheblich zurückwirft.